Ja, dann würde ich die Mütze aufsetzen. Doch dann fällt es mir schließlich ein, beziehungsweise auf. Es sind die Kommata. Denn Thorsten, so viel ist sicher, liebt seine Kommata. Vielleicht, denke ich mir, reicht es also, wenn ich so viele Kommata wie möglich in einen einzelnen, nur zu diesem Zwecke erdachten Satz packe, den ich noch dazu, völlig unnötig, mit austauschbaren, der eigentlichen Geschichte nicht im geringsten dienlichen Nebensätzen, scheinbar unendlich und für den Zuhörer geradezu schmerzhaft in die Länge ziehe, so dass man sich am Ende weder daran erinnert, wie dieser Satz angefangen hat, noch warum er überhaupt ausgesprochen wird. Aber reicht das wirklich, um den großen Sträter zu parodieren? Keine Ahnung.